Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Neuer Abend, neuer Gast, nicht mehr ganz so regelmäßig, nicht mehr täglich. Aber ich hatte ja angekündigt, dass ich mir in unregelmäßigen Abständen immer noch spannende Persönlichkeiten einlade. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Abend mich mit Alexander Müller unterhalten darf. Guten Abend. Er ist CEO und Owner von Creator. Das ist die frühere Gedankentanken-Plattform, ein ganz spannendes Projekt. Und ich möchte mit ihm jetzt gleich über Veränderungen sprechen, über Persönlichkeitsentwicklung, über Mut zur Veränderung und über seinen eigenen Weg. Denn der gute Mann ist 1985 geboren, also relativ noch jung, und hat Großes auf die Beine gestellt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass Gedankentanken zum krönenden Abschluss vor gut einem Jahr unter anderem auch Barack Obama zu Gast hatte in Köln. Und jetzt schauen wir gleich, dass wir Alexander Müller dazuschalten und dann mit ihm über all diese Themenvielfalt sprechen, die sich doch jetzt hier anbietet. Da ist er auch schon. Hallo, guten Abend. Hallo, lieber Sascha, ich grüße dich. Danke gleichfalls und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke, danke. Das ist lieb, dass du dran denkst. Naja gut, das kann man ja in dem Fall nicht verpassen. Es wird ja ausgiebig heute auch nochmal auf Instagram zelebriert bei dir. Die Mitarbeiter haben mich überrascht, das war schön, ja. Geburtstag feiern in Corona-Zeiten ist nicht ganz so lustig. Ich weiß das, weil ich eben auch am Sonntag mit meiner Großmutter versucht habe, Geburtstag zu feiern. Die hat ein paar Tage mehr auf der Uhr. Die ist 89 geworden, aber in diesen Tagen ist das etwas schwierig. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Schöne Grüße nach Köln und es steht Großes vor der Tür, ja? Aus Gedankentanken ist Creator geworden. Ist das eigentlich der richtige oder der falsche Zeitpunkt für die Veränderung jetzt in Krisenzeiten? Tja, Veränderung oder die richtige Zeitpunkt, den gibt es irgendwie nie, wenn es um richtig große Veränderungen geht. Aber es fühlt sich gerade richtig an. Wir haben schon länger geplant, Gedankentanken zu verändern in unterschiedlicher Hinsicht. Wir möchten mehr Menschen international erreichen. Wir möchten die Menschen anders erreichen. Wir haben viele neue Ideen, die wir die nächsten Monate umsetzen wollen. Und wir glaubten einfach, dass es auch mal Zeit ist, sozusagen einen kleinen Tapetenwechsel vorzunehmen und die ganzen Neuerungen auch mit einem neuen Namen sozusagen vorzubringen. Wobei das die dritte Häutung ist, ja? Es hat jetzt bereits der dritte Prozess der Veränderung begonnen. Veränderung ist bei uns eigentlich ein ständiger Begleiter. Also wir haben uns die letzten 7 Jahre ständig verändert. Was wir machen, wie wir es machen. Also ich glaube, dass generell Veränderungen immer in Bewegung bleiben, sich immer hinterfragen, die neuesten Erkenntnisse immer wieder einzubeziehen in den nächsten Schritten, die man unternimmt, ein ganz normaler, guter Prozess ist, den wir als Individuen machen können, aber der sich auch in einer Organisation, einem Unternehmen widerspiegeln kann. Welche Erfahrungen, welche Eindrücke könnt ihr im neuen Unternehmen mitnehmen, die ihr in den letzten beiden Jahren oder in den letzten beiden anderen Projekten, insbesondere jetzt bei Gedankentanken, gesammelt hat. Was ist da so die Kernbotschaft, die ihr letztendlich mitnehmt? Was meinst du genau mit den zwei Veränderungen, die wir schon mitgemacht haben? Naja, weil es sind beide gefühlt zu viele. Nee, es ist, man hat ja den Eindruck bei Gedankentanken, es gab die kleine Variante und dann gab es ja den Sprung auf die große Bühne, ja. Also was alles gipfelte am Ende des Tages doch dann schon in Obamas Besuch in Köln. Also da gab es ja auch nochmal diesen Sprung, dass sich Gedankentanken einfach nochmal eine andere Hausnummer erarbeitet hat und ganz anders etabliert hat. Das Ganze jetzt nochmal internationalisiert auf die neue Plattform ist natürlich auch nochmal ein gehöriger Sprung, der jede Menge Mut erfordert, der am Ende des Tages aber auch den Wunsch nach Veränderungen bei euch aufzeigt. Aus diesen beiden Steps, die es davor gab, was nehmt ihr jetzt mit für die große neue internationale Plattform? Also grundsätzlich aus dem Thema Veränderung, das hat ja sehr viel mit Großdenken zu tun, mit sich nicht begrenzen mit dem, was man vorhat, was man machen möchte. Und wenn ich halt zurückgehe, ob es damals war, dass wir vor inzwischen 3 Jahren hatten wir die Idee, wer ist denn eigentlich der größte Speaker, den wir uns auf der Bühne haben möchten? Und da kam halt Obama raus. Mhm. Das war damals als kleines Startup mit wenig Mitarbeitern total illusorisch. Aber wir haben den Wunsch gehabt, die Vision, den Traum. Wir haben uns auch damals für bekloppt gehalten. Ich habe da gar nicht drüber gesprochen, über die Idee, weil ich mich dafür geschämt hätte, weil das noch zu so abwegig war. Aber trotzdem haben wir dran geglaubt und haben das Stück für Stück verfolgt und irgendwann auch wahrgemacht. Und bei dem Thema Internationalisierung war das sehr ähnlich. Wir haben vor 3 Jahren das erste Mal gesagt, da haben wir gemerkt,
Wir begrenzen uns eigentlich total massiv, indem wir 98,7% unserer Menschen, die auf der Welt sind, gar nicht erreichen, kategorisch sogar ausschließen in dem, was wir tun, indem wir halt nur die deutsche Sprache anbieten mit dem, was wir machen. Veranstaltungen, Online-Kurse, Trainingsprogramme. Und da war für uns immer klar, wir glauben immer, groß zu denken, global zu denken, auch weltoffen zu sein, und haben dann gemerkt, sind wir überhaupt nicht. Wir sind sowas von deutsch. Ist dieses Think Big verpönt in Deutschland? Also ich glaube nicht, dass das mit Deutschland zu tun hat. Das würde ich nicht sagen. Also man kann jetzt wieder viel auf deutsche Mentalität und so aufkloppen, aber das sehe ich weniger, sondern generell die Möglichkeiten, die man selbst als Individuum hat, als Führungskraft hat, als Unternehmer hat, ich glaube, dass sich der Mensch generell sehr stark beschränkt mit dem, was er für möglich hält, zu dem, was er in der Lage ist. Und das ist so eine Erkenntnis. Obama hat es für mich gezeigt und ich kann viele, viele andere Beispiele nennen, bei mir in meinem privaten Leben, aber auch für Gedankentanken, jetzt für Greater, dass wenn man eine Vision verfolgt, wenn man bereit ist, die nötigen Schritte zu gehen, wenn man bereit ist, innerlich zu wachsen, seine eigene Begrenzung aufzugehen, sein Mindset zu verändern, auf Wachstum, auf Großartiges sozusagen, was man erreichen möchte, das kann, muss jetzt auch gar nicht größer, höher, weiter, schneller sein, das kann auch eine gewisse Qualität sein, ich möchte total glücklich werden im Leben, ich möchte eine total intensive, leidenschaftliche, schöne Beziehung führen, ich möchte eine tolle harmonische Familie aufbauen. Es können völlig unterschiedliche Qualitäten sein, aber das ist wirklich, dass wir die Möglichkeit haben, Großartiges zu erreichen. Ich glaube, dass wir da uns als Menschen sehr, sehr schnell limitieren von irgendwelchen Glaubenssätzen, die wir haben. Ich aber nicht, warum sollte ich das können? Dazu fehlen mir Skills, das geht doch gar nicht, das steht mir gar nicht zu, das sollte man nicht tun. Ich glaube, dass es kein deutsches Phänomen ist, sondern ein sehr menschliches Phänomen. Und da möchte ich einfach die Lanze brechen, dass das möglich ist. Und Obama hat es gezeigt und Internationalisierung. Ich habe noch Zweifel daran, dass wir da richtig erfolgreich werden, aber das ist auch ganz normal, glaube ich. Gibt es was Vergleichbares auf dem europäischen oder internationalen Markt für die Plattform, die ihr jetzt beschaffen habt? Ja, es gibt Mindvalley zum Beispiel aus Malaysia, Kuala Lumpur, die sehr amerikanisch wirken, aber aus Kuala Lumpur kommen, die großartige Arbeit machen, die sehr, sehr viel mehr Menschen erreichen, als wir es heute tun. Es gibt, ja, das ist eine sehr gute, vergleichbare Plattform, die sehr ähnlich ist zu dem, was wir tun. Es gibt aber natürlich eine App wie Calm oder Headspace, die unglaublich viele Menschen positiv beeinflusst mit dem, was sie tun. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit im Bereich Meditation. Ist natürlich sehr nischig jetzt, ist nicht genau das, was wir machen, aber auch wir möchten ja die Menschen täglich begleiten im Alltag, um ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen. Und die sind da in gewisser Hinsicht auch Vorbild und Benchmark für uns. Tony Robbins erreicht sehr viele Menschen, aber ist natürlich keine Plattform in dem Sinn. Ja, sondern als Einzelperson. Jetzt sagt Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ihr habt relativ große Visionen. Jetzt ist die Frage, auf der einen Seite, gehört ihr eher in die Arztpraxis oder gehört ihr eher an die Börse und auf den Olymp des Geschäfts? Ja, also wie siehst du das? Hast du manchmal Zweifel, dass die Schritte vielleicht zu schnell kommen, vielleicht zu groß sind, vielleicht doch ein Stück weit zu gewagt sind? Nee, überhaupt nicht. Also doch, Zweifel habe ich da regelmäßig dran, natürlich. Aber die Zweifel sollten nicht dazu führen, keine Vision zu haben, geschweige denn zum Arzt zu gehen, sondern das sind genau die Barrieren, die man noch im Kopf hat, die einen zweifeln lassen, mit denen es geht, um die es geht, sie zu erforschen. Was steckt denn hinter dem Zweifel? Welche Ängste sind da noch? Welche Limitierungen habe ich da im Kopf? Und das ist völlig normal. Jeder, der wachsen möchte, der sich verändern möchte, der Großartiges erschaffen möchte in seinem Leben, kommt immer an irgendwelche Widerstände. Die Frage ist eher, wie gehe ich mit Widerständen um? Und ich halte Helmut Schmidt für einen sehr weisen Menschen. Ich weiß nicht, ob er das heute immer noch so stehen lassen würde, ob er den Satz nochmal so wiederholen würde. Ich würde es ehrlich gesagt ja umdrehen, auch wenn es jetzt ein bisschen plump ist, aber wer keine Vision hat, sollte mal schauen, ob man nicht besser zum Arzt geht. Muss man in diesen Zeiten Grenzen überwinden, weil die Zeiten schnelllebiger werden, weil die Zeiten auch anonymer werden? Wir leben in Zeiten der Globalisierung. Müssen wir da gerade Grenzen überwinden?
Na, ich glaube, man hat ja auch den Eindruck, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, umfasst ja heute viel, viel mehr. Ja, das hat ja durchaus auch esoterische Anstriche in vielen Aspekten. Wenn wir über Meditation sprechen, ich habe hier Unternehmer und andere Persönlichkeiten in den letzten Wochen sprechen dürfen, die immer wieder auch davon, die das immer wieder thematisieren auch, wie wichtig eine innere Stabilität ist. Das heißt, die Grenzen verschwimmen ja natürlich ein Stück weit auch in der Plattform, die ihr geschaffen habt. Ich glaube, deine Einstiegsfrage war, ich glaube, die heutige Zeit, diese schnelllebige Zeit, dass alles intensiver, schnelllebiger wird, zwingt uns dazu, da bringt uns regelmäßig in Situationen, wo wir unsere Grenzen überwinden müssen, weil wir halt in ein Burnout laufen. Also wir haben in der westlichen Welt sozusagen, hatten wir noch nie so viel Wohlstand wie heute. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten sozusagen, Spa zu machen, Wellness zu machen. Wir hatten wahrscheinlich noch nie so viele Urlaubstage wie heute. Gleichzeitig haben wir noch nie so viel Burnout wie heute. Ja, und das hängt dann nicht damit zusammen, dass die Leute sozusagen im Tagebau wie damals schuften 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag, sondern weil wir emotionalen Stress haben. Weil wir mit dieser Schnelllebigkeit, mit den Herausforderungen, die uns der Alltag sozusagen stellt, mental nicht wirklich mit umzugehen. Das heißt, ich glaube, das Leben bringt uns immer mehr, und so Situationen wie Corona sind nochmal ein Verstärker, dass wir an unsere eigenen Grenzen, an unsere mentalen Grenzen kommen. Das heißt, ich glaube, die Fähigkeit, mit Herausforderungen, mit Challenges, mit Begrenzungen umzugehen, mit Krisen umzugehen, ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und ich kann heute auch sagen, dass ich regelmäßig Krisen habe, Herausforderungen habe. Ich aber dadurch, dass ich mich sehr viel mit mir beschäftigt habe, wie kann ich mit Krisen umgehen, dadurch eine andere Resilienz bekommen habe, in diesen schwierigen Phasen sozusagen aus so einer Krise wieder rauszukommen oder aus einer herausfordernden Situation eine Lösung zu finden. Das kann ich mir in den letzten Jahren sagen, dass ich da eine gewisse Fähigkeit entwickelt habe. Und ich glaube, jeder kann so eine Fähigkeit entwickeln. Was ist bei dir der Ansporn? Ich hatte das große Glück, irgendwie mit 15 Jahren das erste Mal wirklich Berührung mit Persönlichkeitsentwicklung zu bekommen. Weil der Vater halt Burnout hatte, ja? Genau, mein Vater hatte einen Burnout und hat selbst angefangen sozusagen aus einer Krise heraus. Heute sozusagen völlig normal. Damals hat man das nicht Burnout genannt, sondern irgendwie Midlife-Crisis oder so. Und hatte selber Berührung dazu, obwohl ich gar keine konkreten Probleme hatte oder jetzt nicht irgendwie als Jugendlicher da irgendwie depressiv war oder so, sondern eher aus einer Neugierde heraus, wenn der Vater das spannend findet, findet man als Jugendlicher das, oder bei mir war es zumindest so auch spannend. Und ich habe das mitgemacht, mehrere Tage, und habe mich da mit mir beschäftigt, mit meinem Leben. Das habe ich vorher noch nie bewusst gemacht. Also als 15-Jähriger, ich wusste gar nicht, was Persönlichkeitsentwicklung heißt. Ich wusste auch nicht, was Glaubenssätze oder so heißen oder das in meinem. Ich habe mich mit mir eigentlich nie bewusst beschäftigt. Das habe ich damals aber gemacht, und als ich dann genauer hingeschaut hat, ja, ich hatte Frust, weil ich hatte irgendwie keine Freundin, und ich hatte immer Stress mit meiner Französischlehrerin, und ich hatte Angst, irgendwie wegen Französisch sitzen zu bleiben. Das hat mich total gestresst und so weiter. Und mich damit zu beschäftigen, woran liegt das eigentlich, und zu merken, und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich habe damals gemerkt, wie viel Potenzial in mir ist, und das ich der bin, der mich im Alltag unbewusst natürlich davon abhält, dieses Potenzial zu leben. Das heißt, dass mir sozusagen in mir eigentlich unendliches Potenzial ist, irgendwie alles möglich zu machen, im abstrakten Sinne irgendwo. Und wenn man das einmal gespürt hat, dass eigentlich alles in einem ist und dass wir es sind, die uns das über unsere Begrenzung, über unsere Glaubenssätze, uns von diesem eigenen Potenzial abhalten, das war unglaublich kraftvoll, das zu spüren, weil du plötzlich merkst, dass ich halt her bin, wie es mir geht, wie mein Umfeld, wie ich mein Umfeld empfinde, was ich im Leben erreiche, wo ich Konflikte habe oder wo ich Konflikte auch lösen kann, dass es in meinem Wirkungsfeld ist. Das war für mich damals unglaublich ermächtigend sozusagen. Mhm. Und wenn du einmal dieses Gefühl gespürt hast, dieses Potenzial gespürt hast, also mich hat das nie wieder losgelassen. Ja, und gerade in herausfordernden Situationen, wenn es mal nicht so rund läuft, hab ich mich daran erinnert und gemerkt, okay, was habe ich damals eigentlich gemacht? Ich habe mir Fragen gestellt, ich habe mich mit mir beschäftigt, wo geht es mir eigentlich gerade nicht gut, was stört mich gerade im Leben, was möchte ich verändern. Aber diese Blockaden, diese Blockaden, die am Ende aufgebrochen und aufgelöst werden müssen, ja, setzt natürlich auch immer eine Auseinandersetzung, eine sehr intensive und ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit voraus. Bleiben wir mal beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wer oder was hat deine Persönlichkeit geprägt?
Also bei mir, und ich glaube, das gilt für die meisten Menschen, waren das die Menschen, die gerade in jungen Jahren natürlich, von denen ich abhängig war. Und das sind im Regelfall die Eltern, natürlich sehr stark die Mutter, aber auch der Vater oder andere Menschen, die für die Erziehung sehr stark verantwortlich sind. Das mögen manchmal Großeltern sein, aber natürlich auch andere Kindergärtner, Lehrer später und so weiter. Das heißt, Menschen, die es gerade in jungen Jahren extrem prägen. Aber wer hat, Entschuldige, wenn ich unterbreche, wer hat im Münsterland, wo du groß geworden bist, wer hat da am Ende des Tages so diese Vision in den Kopf gesetzt, so Großes erdenken und erschaffen? Wer hat diesen Typen geprägt, der am Ende des Tages im Silicon Valley unterwegs ist und der mit Google kooperiert und der über 100 Mitarbeiter führt und so weiter? Das ist ja ein Prozess, ich sag mal, das Elternhaus, der Vater war, glaube ich, Unternehmer, ja, aber das ist ja ein Prozess, der am Ende des Tages auch eine gewisse Weitsicht voraussetzt. Du könntest ja auch irgendwo in so einer Kleinspießerbude anderswo aufgewachsen sein, wo das Leben sich zwischen Kegelbahn und Kirche und vielleicht einem kleinen elterlichen Betrieb, ohne das despektierlich zu meinen, bewegt. Also wer hat diese großen Visionen in jungen Jahren schon in den Kopf gesetzt, dass du mit 15 nicht nur dieses Persönlichkeitsseminar besucht hast, sondern auch im Rahmen einer Schul-AG schon die erste Selbstständigkeit geübt hast und. Diese ganzen kleinen Fußnoten, die jedoch entscheidend sind. Ich glaube, dass es eine Kombination aus verschiedenen Prägungen ist, die am Ende das wahrscheinlich in mir, ja, mein Leben bestimmt haben oder die Denkweise, die du ansprichst. Es fängt damit an, dass mein Vater selbstständig war und das Thema Selbstständigkeit für mich eine gewisse Selbstverständlichkeit ist oder zumindest mal viel Überzeugung, die herrschen. Selbstständigkeit ist schwierig, ist risikoreich, sollte man sich genau überlegen und so weiter. Das waren bei mir nie so Ängste oder Gedanken, die da waren, sondern das hat mir, glaube ich, mein Vater sehr stark mitgegeben. Ich habe schon immer, das weiß ich nicht genau, wo das herkommt tatsächlich, aber in sehr, sehr jungen Jahren, da gibt's wirklich, ich habe mich damit im Seminar mal beschäftigt, wann habe ich eigentlich angefangen zu gründen und bin dann irgendwie darauf gekommen, ist eine lange Geschichte, dass ich eigentlich mit 7, 8 Jahren habe ich angefangen, mein Elektroauto, womit man so mit 4 Leuten durch die Nachbarschaft fahren konnte, zu vermieten. Da habe ich gemerkt, ich habe schon total jungen Jahren, also wirklich abstrus jung, habe ich angefangen, Potenziale zu erkennen, wo sind eigentlich Märkte, wo ist ein Kundenbedürfnis, wo ist ein Potenzial, was ich habe. Und wie kann ich das vermarkten? Und der Idee war gar nicht, jetzt als 7-Jähriger irgendwie reich zu werden, sondern als 7-Jähriger, die Kinder wollten sich das ausleihen. Meine Mutter hat, ich habe das kostenfrei ausgeliehen. Jeder konnte das Auto haben, weil ich das toll fand, dass die Kinder Spaß daran hatten. Das stand eh nur in der Garage rum und ist verstaubt. Warum soll ich das dann nicht verleihen? Und Mama hat gesagt, macht man nicht. Da habe ich gedacht, Mensch, warum macht man das nicht? Ja, weil das kaputt zurückkommt oder muss man, wer bezahlt die Reparatur? Ja, fand ich einleuchtend, das Argument. Ich habe gesagt, ist doch kein Problem, dann nehme ich einfach pro Verleihungstag 50 Pfennig und spare das Geld dann, wenn meine Reparatur ansteht. Also direkt lösungsorientiert finde ich nicht eine Lösung, dass ich es verleihen kann. Ja, und das habe ich, glaube ich, diese Fähigkeit, Ideen, Geschäftsmodelle zu sehen und auch, und da weiß ich nicht genau, wo es herkommt, so ein innerer Trieb schon, diese Ideen auch wirklich umzusetzen und nicht irgendwann in ein paar Jahren, sondern lass uns heute damit anfangen. Also dieses sehr umsetzungsorientierte, was man, glaube ich, braucht als Unternehmer oder zumindest hilfreich ist, das habe ich dadurch relativ schnell entwickelt. Wie viele Unternehmen hast du bis heute gegründet? Ich denke, müssten über 10 gewesen sein. Sie fragen, was man als Unternehmensgründung genau identifiziert. Das war teilweise auch. Gehört auch der Subway zu, der, glaube ich, irgendwie nach so einer Joint-Aktion auf dem Parkplatz gegründet wurde? Du bist gut informiert, merke ich. Du hast viele Interview von mir gesehen. Vor allem merke ich, dass du raus bist in die große Welt, ja, von Münsterland nach Bocholt. Also, das ist ja schon ein Quantensprung. Ja. Bocholt ist im Münsterland, wenn du das meinst. Ja, klar, aber ich weiß nicht genau, wo du im Münsterland aufgewachsen bist. Ja, 5 Kilometer von Bocholt entfernt. Das war tatsächlich nicht so groß, okay. Der Sprung. Der war noch einfach machbar. Aber dieses Thema Geld verdienen oder diese Selbstständigkeit, die war ja eigentlich schon immer tief verankert. Und wenn ich die Interviews, die ich gelesen und gesehen habe, noch richtig auf die Kette bekomme, dann hast du Zeitung ausgetragen und Reifen geschleppt. Und dann, also du hast immer neben der Schule, warst du auch aktiv und hast neben Freundin und Freundeskreis und was auch immer, immer auch so die beruflichen Schritte nie aus den Augen verloren. Ist das ein Stück weit in deiner DNA, dieser Trieb, dass du ständig was machen musst? Ja, es ist schon, es war immer damit begründet, dass ich gerne Dinge unternehme, Dinge mache, Dinge voranbringe. Am Ende des Tages mir auch Dinge erlauben möchte. Ich wollte mobil sein, ich wollte Roller fahren, ich wollte in Urlaub fahren.
Und meine Eltern hätten mir das ja einfach sozusagen einfach ermöglichen können, aber haben es für eine gute pädagogische, erzieherische Maßnahme gehalten, dass ich mir selbst verdiene, wofür ich heute sehr dankbar bin. Habe dann angefangen, halt mir Nebenjobs zu suchen. Und das heißt, ich war schon immer tatsächlich jemand, der selbst dafür sorgen durfte, am Ende des Tages musste, sich Dinge erlauben zu können. Und das hat mir bis heute sozusagen, habe ich das stark geprägt und auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und auch heute sozusagen sorge ich halt für mich selbst, was heute selbstverständlich ist, aber als 18-Jähriger, als 20-Jähriger halt noch nicht so selbstverständlich war. Was ist da dein Rat an junge Unternehmer? An junge Unternehmer oder an junge Eltern? An junge Unternehmer. Grundsätzlich jetzt, meinst du, als Rat? Ja, jemand, der jetzt starten möchte, vielleicht auch jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo gerade alles auf den Kopf gestellt ist, wo man vielleicht ein Stück weit unsicher ist, macht das jetzt Sinn, in die Selbstständigkeit zu gehen? Also ich glaube, dass tatsächlich Krisenzeiten generell wirtschaftlich stark geprägt ist von Opportunitäten. Das heißt, überall, wo sich Märkte massiv verändern, entstehen unglaublich viele Chancen. Natürlich für etablierte Unternehmen, für Unternehmen, die in bestimmten Bereichen sozusagen sich eingenistet haben, die unflexibel sind, auch die Riesenrisiken. Aber wenn es darum geht, jetzt sozusagen sich selbstständig zu machen und Chancen zu ergreifen, dann ist das sicherlich aus meiner Sicht deutlich einfacher, wenn ich smart bin, wenn ich flexibel bin, wenn ich ein gutes Näschen habe, das in Krisenzeiten zu machen, weil gerade Marktpotenziale sich verschieben und dadurch es viel einfacher ist, sozusagen diese frei gewordenen Marktpotenziale da reinzugehen als Unternehmer. Also von daher, die größten Unternehmen, die größten Vermögen sind entstanden in Krisenzeiten und das hat Gründe. Was begeistert dich denn mehr? Sind das junge Menschen, die so ein bisschen die Querdenker sind, die vielleicht die Schule geschmissen haben oder die am Ende des Tages sagen, Mensch, ich bin jetzt in der 11, ich habe keinen Bock auf Abi, ich will lieber eine Ausbildung machen? Oder sind das diejenigen, die am Ende konsequent ihren Weg gehen, studieren, versuchen sämtliche Abschlüsse einzusammeln? Also da habe ich keine abschließende Meinung. Ich kann nur sagen, es gibt ja schon diese Meinung, die gerne propagiert wird, Studienabbrecher sind auch super und Leute, die 5-mal gescheitert sind etc. Ja, die Beispiele gibt es. Und ich würde nur, weil ein Unternehmer gescheitert ist, nicht pauschal sagen, dass das dann kein guter Mitarbeiter mehr ist oder dass er nicht wieder ein Unternehmen gründen sollte. Auf keinen Fall. Das kann durchaus ein Wahnsinns-Learning sein. Ich kann aber auch sagen, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wirklich klassische Karrieren einzustellen. Leute, die sehr straight ihr Studium durchgezogen haben, einen guten Abschluss an einer guten Universität, danach in der Unternehmensberatung waren und einfach schon bewiesen haben, dass sie gewisse Kriterien einfach erfüllen. Das kann durchaus auch ein extremes Qualitätsmerkmal sein. Also da vertrete ich nicht so wirklich diese, sagen wir mal, eher gerne von Unternehmern populistisch vertretene Meinung, ich stelle jetzt super gerne die Querdenker ein. Ich liebe auch die sehr erfolgreichen klassischen Karrierewege. Was ist die Voraussetzung, dass man, um Blut zu lecken, wenn man als Selbstständiger oder wenn man als junger Start-up-Unternehmer Karriere machen möchte? Also ich glaube generell die Bereitschaft, viel zu investieren im Sinne von Zeit zu investieren, Engagement zu investieren. Man sollte ein hohes Commitment mitbringen für das, was man macht. Man sollte wirklich das machen, wo man richtig Bock drauf hat, wo man richtig verbrennt. Wie gesagt, wo man das Thema, ja, Passion finde ich so ein gutes englischer Begriff dafür, wo man wahnsinnig viel Passion für hat. Ich glaube, das ist schon mal ein starkes Qualitätsmerkmal, dass man diese Passion überhaupt entwickelt und aufbringen kann. Die Fähigkeit, sich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, schnell zu adaptieren, schnell zu lernen, sich schnell, also so ein Growth Mindset. Ich glaube, einfach extrem wichtig, gerade in diesen sich immer schneller werdenden, verändernden Zeiten, von denen wir gesprochen haben. Ich merke es jetzt auch gerade wieder in Corona-Zeiten. Die sich jetzt gerade ganz schnell auf Corona eingestellt haben, die richtigen Entscheidungen getroffen haben, sind die, glaube ich, leichter durch die Krise gehen, vielleicht sogar als Krisengewinner hervorgehen. Und die mit Veränderungen Herausforderungen haben, die erstmal an Alten festhalten und halt nicht so schnell ticken, die haben es immer schwieriger haben, gerade in den nächsten Jahren. Setzt aber auch eine gewisse Flexibilität voraus, ja? Also nicht jedes Unternehmen, nicht jede Branche kann sich im Prinzip so schnell und so flexibel bewegen. Also jein, das hängt ja mit der Unternehmenskultur, mit der antrainierten Fähigkeit oder mit der Entwicklung von Fähigkeiten zu tun. Viele Unternehmen können das jetzt nicht, aber sie können ändern. Sie können sich verändern, indem sie mehr Flexibilität in Unternehmen, in ihrer Kultur etablieren. Das ist natürlich im Zweifelsfall eine große Herausforderung, aber ich glaube, diese Fähigkeit sollte jedes Unternehmen entwickeln und kann auch jedes Unternehmen entwickeln. Jetzt bist du CEO von Creator. Diese Kunst, Menschen zu führen, wo kann man die denn lernen? Weil du führst über 100 Menschen.
was natürlich nicht nur Verantwortung mit sich bringt, sondern am Ende des Tages auch eine Form von Entertainment ist. Ja, also du musst schauen, dass du gute Laune verbreitest, um letztendlich den Mitarbeitern Höchstleistung abzugewinnen. Das ist keine Frage, die man, glaube ich, in drei Sätzen beantworten kann. Ich denke, Führung, wir haben nur 6 Minuten Zeit. Ja, Führung ist ein sehr komplexes Thema. Da kommen verschiedene Dimensionen zusammen. Ich glaube, erst einmal brauchst du eine starke Unternehmenskultur. Wenn du als Führungskraft oder als Unternehmer, als Selbstständiger, wie auch immer, hast du einen großen Einfluss darauf, wie deine Unternehmenskultur aussieht. Und ich glaube, Führung hat immer sehr viel mit dem Kontext der Unternehmenskultur zu tun. Und da bin ich persönlich davon überzeugt, dass man die halt sehr bewusst gestalten sollte. Ja, also wie bei euch? Bei euch steht dann ein Billardtisch und eine E-Gitarre in der Ecke und so weiter? Das ist eher nebensächlich und das ist nachher die Sahne auf der Torte. Aber die Basis ist erstmal, dass du eine Kultur schaffst. Ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen oder für jedes Unternehmen sollte das haben oder die Erfolgreichen haben es nach meinem Verständnis auch. Erstmal einen guten Unternehmenszweck. Also erstmal, warum gibt es dein Unternehmen überhaupt? Diese Frage solltest du sehr klar beantworten können. Das heißt, jedes Unternehmen sollte einen Zweck haben, dem es dient, wo es die Strategie drauf ausrichtet. Dann brauchst du halt eine smarte Strategie, die ist in der heutigen Zeit möglichst digital und möglichst sozusagen auf die Zukunft fortschrittlich ausgerichtet. Das haben viele Unternehmen inzwischen. Die Frage ist, setzen sie es wirklich konsequent um oder sind es nur ein paar PowerPoints, die durchs Unternehmen geschickt werden? Du brauchst eine klare Kultur, die auch definiert ist in Core Values, in Prinzipien, die wirklich die Kultur auch widerspiegelt, nicht von einer Marketingagentur erstellt wurde oder im stillen Kämmerlein von der Geschäftsleitung, vom Vorstand, sondern die wirklich vom Team erstellt wurde und auch wirklich gelebt wird. Ich glaube, das sind bei euch welche? Die Core Values? Mhm. Beispielsweise Grow, also wir möchten wirklich Mitarbeiter haben, die ständig wachsen wollen. Also das Thema hatten wir jetzt ja gerade ein paar Mal. Das ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir haben das Thema No Gedöns. No Gedöns, da verbirgt sich hinter, dass wir Dinge machen wollen und so arbeiten wollen, die wirklich wirkungsvoll sind. Also wir versuchen uns wirklich auf die wirkungsvollen Dinge zu konzentrieren, immer wieder zu uns zu hinterfragen, was ist jetzt eigentlich Prio? Was zählt wirklich oder wo können wir wirklich Impact machen und versuchen, ja, weniger impactvolle Dinge möglichst radikal immer wieder zu verbannen aus dem Alltag. Das sind Dinge wie Positive Monster. Wir wollen halt Menschen haben, die generell positiv in die Welt blicken, die das Glas halt eher halb voll als halb leer sehen, die bei allen Herausforderungen, die wir haben, auch in der Welt haben, sozusagen an das Gute der Welt, den Menschen und ein Stück weit ein gewisses Urvertrauen haben. Ich glaube, dass das generell, wenn das Menschen sozusagen oder wenn eine größere Gruppe generell ein positives Mindset hat, das hat einen Impact auf eine Kultur und auch auf den Erfolg einer Kultur. So, das ist so diese eine Seite, sag ich mal, dieses Kultur, man braucht einen Purpose, eine möglichst große Vision, die man auch die Unternehmen klar kommuniziert ist. Auf der anderen Seite braucht man, um heutzutage erfolgreich zu sein, Zahlen, Daten, Fakten, eine möglichst hohe Transparenz in allen Bereichen. Man braucht Fortschrittskontrolle. Man sollte wirklich messbar machen, welchen Impact jeder Einzelne zum Unternehmenserfolg beisteuert, ja, zur Unterstützung des Unternehmenszwecks. Und wenn das gut gewichtet ist, eine große Vision zu haben, eine klare Kultur zu haben, die auch wirklich zu leben und ernst zu nehmen und zu fördern und gleichzeitig aber auch das Thema wirklich Impact messbar, transparent zu machen, das zieht aus meiner Sicht, also erstmal formt das eine Kultur, das zieht die richtigen Menschen mit dem richtigen Mindset an, wenn man das wirklich lebt. Das macht ein Unternehmen erfolgreich. Und in so einer Kultur wiederum ist es auch viel einfacher zu führen. Denn ich habe plötzlich die Core-Values, auf die ich mich beziehen kann, die ich für Entscheidungen, für Feedback nutzen kann. Ich habe generell schon mal Mitarbeiter, die zur Kultur passen. Es ist super schwierig, eine Firma zu führen, die keine klare Kultur hat oder eine Intransparenz oder eine nicht bewusst gemachte Kultur. Weil ich da plötzlich Mitarbeiter habe, die vielleicht gar nicht zu mir passen, zu meinem Unternehmenszweck passen etc. Und die sind natürlich viel, viel schwerer zu führen. Also ich könnte in einer Behörde schwer führen mit meinem Führungsstil. Bei Greater ist mein Führungsstil passend, weil ich halt die Kultur natürlich ein Stück weit mitgeprägt habe und auch zu mir passt. Wie gehst du mit Mitarbeitern um, die am Ende des Tages, von denen du den Eindruck hast, sie verweigern sich, sie passen nicht in diese Unternehmenskultur? Muss man sich zwangsläufig trennen oder hast du dann auch noch den Anspruch, sie in ihrer Persönlichkeit ein Stück weit zu ändern? Also erst einmal habe ich nicht den Anspruch, Menschen in ihrer Persönlichkeit zu ändern. Man kann Angebote machen, kann man für alle sich Zeit nehmen. Das heißt, ich glaube, langfristig wird kein Mitarbeiter bei uns glücklich und das Unternehmen wird nicht mit dem Mitarbeiter glücklich, wenn er nicht in die Kultur passt.
Und das ist übrigens ein schöner, positiver Effekt. Wir ziehen plötzlich Bewerber an und Kandidaten an, die genau für uns arbeiten wollen, weil sie merken, dass sie zu unserer Kultur passen. Wir schrecken aber auch andere ab, die sich vielleicht sonst sich bei uns beworben hätten, die ganz klar merken, in so einer Kultur will ich gar nicht arbeiten. Das sind alles zu persönlichen Reden von der Extrameile. Ich will pünktlich um 5 Uhr Feierabend machen. Das sieht nicht so aus, dass ich mein Privatleben und mein berufliches Leben ganz klar voneinander trennen kann. Nee, das stimmt. Das ist bei uns sozusagen eher Life-Work-Blending. Das heißt, man zieht ganz klar die Menschen an, die zu einem passen, und andere wiederum stößt man auch eher ab. Und das ist erstmal ein guter Effekt. Gleichzeitig merken wir auch, und im Recruiting machen wir, glaube ich, einen ganz guten Job, haben aber natürlich auch Situationen, wo wir vielleicht mal Mitarbeiter gewinnen, wo man in der Probezeit dann merkt, die Mitarbeiter merken das dann meist schon sehr schnell selbst, aber wir merken es dann auch. Und dann fällt es auch leichter, sich zu trennen, weil man ganz klar merkt, das passt nicht wie ich zur Kultur. Ja, die Mitarbeiter merken das aber auch. Das heißt, wir haben dann häufig, also wenn wir Situationen haben, dass Mitarbeiter in der Probezeit gehen, dann ist es häufig auch von den Leuten selbst gemerkt, dass sie merken, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Und auch das macht, glaube ich, eine starke Kultur aus, dass Mitarbeiter merken, ob sie da reinpassen, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. Und am Ende des Tages merken wir halt, dass wir Mitarbeiter haben im Schnitt, die sehr, sehr glücklich mit der Kultur, also sich mit der Kultur verbunden fühlen, für die das sehr passend ist. Und dadurch hast du auch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, die sich jetzt halt beispielsweise auch ausdrückt, indem wir jetzt zum zweiten Mal in Folge über Great Place to Work letztes Jahr mal den ersten Platz gemacht in Deutschland und dieses Jahr, ich denke, einen ganz guten zweiten Platz. Das wird sich, glaube ich, nicht ausdrücken, wenn wir nicht eine klare Kultur hätten und die Mitarbeiter wirklich zu dieser Kultur passen. Ist das Durchschnittsalter in eurem Team? Witzigerweise, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das passt, das ist genau mein Alter. Okay. Jetzt haben wir aber nicht nur 35-jährige Mitarbeiter, sondern tatsächlich ist das sehr breit gefächert. Aber tatsächlich bin ich im Alter der genaue Schnitt. Ist das schwierig dann als CEO quasi auf Augenhöhe immer mit Gleichaltrigen zu sein? Oder ist das eher von Vorteil? Ich habe mir tatsächlich über das Thema Alter bisher wenig Gedanken gemacht, zu mir selbst, aber auch wie andere vielleicht damit umgehen. Das ist für mich tatsächlich weniger ein Thema. Ich würde zum Abschluss ganz gerne auf das Festival 2021 zu sprechen kommen. Sind da die Planungen jetzt aus dem ein bisschen durcheinander geraten aufgrund von Corona oder könnt ihr ganz normal weiter planen? Weil das ist natürlich auch da wird ja groß gedacht, ja, neue Themen und nur ein neue Themen erdacht auch. Ist das gefährdet durch die aktuelle Situation? Ja, was heißt gefährdet? Wir beschäftigen uns natürlich schon intensiv damit, nicht nur mit dem Festival nächstes Jahr, sondern wir haben ja auch bis dahin noch andere Veranstaltungen, teilweise schon Veranstaltungen verschieben müssen. Und natürlich haben wir auch das Festival sozusagen ganz klar im Blick, sind auch in Gesprächen mit der Messe Köln, mit der Lanxess Arena. Es gibt auch Szenarien, ob wir das verschieben. Auch damit beschäftigen wir uns gerade ganz aktiv. Also es kann gut durchaus sein, dass es da Veränderungen geben wird. Wir möchten das größte Festival für Persönlichkeitsentwicklung, für Coaching weltweit veranstalten in Köln nächstes Jahr. Und wir werden alles dafür tun, dass uns das gelingt. Und wenn dafür eine Verschiebung notwendig oder sinnvoll erscheint, werden wir auch so einen Schritt gehen. Und gerade ist natürlich alles sehr fragil, logischerweise, gerade was Großveranstaltungen angeht. Aber wir werden rechtzeitig die Schritte unternehmen, die nötig sind, um das Event nicht zu gefährden. Spürst du in gerade diesen Zeiten einen gewissen Hunger bei Menschen, dass sie neugierig sind und dass sie bereit sind, auf was Neues sich zu verändern, sich auf diese Veränderung einzulassen? Ja, ich glaube schon, das merkt man ja auch, ne, dass die letzten 2 Monate, ich glaube, dass jede Krise, und Corona ist natürlich eine Krise, die irgendwie 7 Milliarden Menschen gerade betrifft. Aber es sind auch neue Themen, die plötzlich auf der Agenda stehen, ja, Nachhaltigkeit, dieses ganze grüne Denken, seit Greta Thunberg und Fridays for Future auch. Ja, aber es gibt einfach auch in den letzten 12 Monaten ganz neue Themen, die plötzlich auch die Menschen umtreiben. Genau, und Corona ist einfach nochmal ein Verstärker. Und ich glaube, dass Krisen generell die Fragen nochmal pushen, bin ich auf dem richtigen Weg, ist es das, was ich gerade wirklich möchte? Also unabhängig von der Krise beschäftigt man sich plötzlich damit. Wir als Unternehmen haben uns ganz, ganz viele große Fragen gestellt. Sind wir auf dem richtigen Weg? Was können wir noch besser machen? Was können wir noch intensiver machen? Haben wir die richtigen Prios gesetzt? Wir merken plötzlich, dass wir uns mit den Fragen aus, und das geht für jede Privatperson, die kann uns die gleichen Fragen stellen, und wir merken plötzlich, dass wir uns die Fragen stellen, die hätten wir uns auch so im Alltag stellen können. Also ganz unabhängig von der Krise sind das gute Fragen. Also ja, ich glaube, die Krise ist, und deswegen glaube ich auch nach wie vor, das habe ich auch schon vor Corona häufig gesagt, Krisen sind Riesenchancen. Und das ist übrigens die griechische Übersetzung, Entscheidung, Wendepunkt. Krisen
bringen uns die Chance, einen Wendepunkt herzuleiten, indem wir uns wichtige Fragen stellen und Veränderungen vornehmen. Und das ist natürlich ein Faktor von außen, über den man sich im ersten Moment nicht freut. Wenn man aber richtig mit ihm umgeht, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht, ist das sozusagen, kann das ein Segen sein. Bei allen Herausforderungen und erstmal Schmerzen, die mit einer Veränderung, mit einer Krise verbunden sind. Und ich glaube, dass viele Menschen es gerade so geht, dass sie, plötzlich sind sie zu Hause, keine Ablenkung mehr. Und das hat positive Seiten, hat aber auch die Seiten, dass ich plötzlich vielleicht mich mit mir beschäftigen muss und mich nicht so einfach ablenken kann. Und das kann auch ungemütlich sein. Aber wenn man da durchgeht, wenn man sich mit sich beschäftigt, die richtigen Schlüsse daraus zieht, kann das auch sehr heilsam sein. Zum Abschluss, welche Erfahrungen nimmst du mit aus dieser Corona-Krise? Ist das eher die gemütliche oder die ungemütliche Variante mit drei Kindern zu Hause im Homeoffice? Tatsächlich habe ich viel im Büro gearbeitet. Ich hatte dann 1500 Quadratmeter fast für mich alleine. Deswegen habe ich jetzt nicht den ganzen Tag sozusagen Homeschooling gemacht. Aber tatsächlich habe ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, wobei ich glaube gar nicht unterm Strich so wahnsinnig viel mehr. Aber ich war nicht so abgelenkt. Generell war ich fokussierter auf das, was ich getan habe. Ich glaube, ich war bewusster in dem, was ich getan habe die letzten zwei Monate. Und das ist eine neue Qualität, von der ich mir hoffe, dass ich sie auch für die Post-Corona-Zeit, die hoffentlich auch bald kommen möge, mir beibehalten kann. Vielen lieben Dank. Alles Gute und ja, bleibt gesund. Danke, Sascha. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Bis bald. Wiederschauen. Tschüss. Ciao.